Assalamu alaikum, marhaban, und ich hoffe, es geht euch allen super. Hier die zweite Lektion bei Al-Fi'l al-Amr. Und wir haben letztens Al-Fi'l Sahih al-Salim fertig gemacht, Al-Mahmus geredet und heute auch Al-Mahmus und Al-Mudaf. Und somit sind wir dann heute inshallah mit Al-Sahih fertig. So, ihr fragt euch jetzt, warum nochmal Mahmus? Es gibt da paar Sachen, die muss man noch erklären. Zum Beispiel ist die Hemse am Ende, das als erstes, ist die Hemse als am Ende, wie zum Beispiel qara'a lesen, ist es genauso wie bei Ketaba. Okay? Wir gucken einfach den dritten Buchstaben und gucken, wie wir dann den Elf aussprechen, und zwar iqra'. Und am Ende gibt es ein Hemse. So, das als erstes. Das nächste. Es gibt zwei Ausnahmen, da müsst ihr achten. Eigentlich nennt man es in der Universität, aber ich gebe es euch schon jetzt. Und zwar bei Sa'ala, das Fragen hieß, und Amara, Befehlen. Ja? Und wenn etwas davor ist, wie zum Beispiel und oder danach oder sowas, dann lässt es sich verbinden. Ja? Und deswegen kann man den Elif dann hinzufügen. Wir haben ja gesagt, bei Ekela sagen wir Kull. Okay? Aber hier bei Sa'ala und Amara kann man zwei Sachen wählen. Also ist etwas davor, wählt man dann Was'al zum Beispiel jetzt hier. Sa'ala, Is'al, Was'al. Ja? Das darf, ist L darf man nur wann sagen, wenn etwas davor ist, wie zum Beispiel ein Wa und frag. Was L? Warum I? Weil der dritte Buchstabe, der Hemse, ein Fetha hat. Und deswegen sagen wir Was L, also ist L. Okay. Bei Anti sagen wir Was Ali. Bei Entuma Was Ala. Und entum, was elu, und entunna, was elna. So. Sagen wir mal, es gibt kein und es gibt kein danach oder gar nichts. Wir fangen sofort mit dem Verb an und mit dem Befehl. Frag. Was sagen wir dann? Sel. Genauso wie ekada, kul, sagen wir sel. Und genauso bei enti, salidan, entuma, sala, entum, salu. Und entunna selna. So, jetzt kommen wir zu emara. Und hier ist es genauso. Haben wir etwas davor, dann fügen wir ein Elif hinzu. Wa'mur. Ja? Und hier bleiben wir drauf stehen. Wa'mur. Und dann nachher wa'muri, wa'mura, wa'muru, wa'murna. Wa'mur, wa'muri, wa'mura, wa'muru, wa'murna. So. Hat es kein Wa, hat es gar nichts, haben wir sofort mit Befehl, gib einen Befehl sozusagen an, sagen wir Mur. Muri, Mura, Muru, Murna. Mur. Muri, Mura, Muru, Murna. Also ich hoffe, es ist alles verständlich. Und nach Al-Mahmus gehen wir dann zu Al-Mudahaf und nehmen als Beispiel wieder Farra. Yafirru, Firra. Ente, Firra. Enti, Firri. Entuma, Firra. Entum, Firru. Entunna, Ifrirna. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Weil der Shaddat sagen wir Firra. Ja? Merkt euch das einfach jetzt. Enti sagen wir Firri. Ab hier ist es dann einfach. Weiß man den ersten, also bei Ente, ist das Restliche eigentlich ganz einfach. Enti, Firri. Wir gucken einfach ganz noch mal oben und fügen einfach nur Ja hinzu. Und zum Ja passt ein Kesra davor. Und deswegen sagen wir Firri und nicht Firrai oder sowas. Ja? Entuma, Firra.
Elif und davor ein Fetha, was eigentlich auch normal ist. Und Entum Firru, Wow und davor ein Dhamma, was zum Wow eben passt. Entunna, und hier haben wir immer gesagt, hier müssen wir aufpassen, und zwar Ifrirna. Weil wir haben ja nun ein Niswa hinzugefügt und der Buchstabe davor muss einen Sukun haben. Aber das Problem ist hier, dass der erste Ra eigentlich einen Sukun hat. Und deswegen tauschen wir ab und sagen Ifrirna. Und wir können auch nicht Firirna sagen. Und deswegen, damit wir es ganz einfach haben, sagen wir Ifrirna. Und wiederholen wir es schnell nochmal von vorne. Firra, Firri, Firra, Firru, Ifrirna. Und achtet bitte auf die Verlängerung bei Firra und Firra. Okay? Ihr müsst den Elif ein bisschen ihre Rechte geben, damit ihr nicht so undeutlich gegen den Arabern steht und nachher verstehen die falsch. Und somit lasse ich euch mal ein bisschen üben. Passt auf euch auf, übt fleißig und bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum, assalamu, bis zum nächsten Mal.